Aha. Maximaler Bonus gewährt. Schuldige Person ohne falsche Anschuldigung gefunden. Oh, geil. Holzhammer. Was haben wir denn da? Sehr gut, das hat funktioniert. Belohnung, Holzhammer. Verfolgt eure Spuren weiter, ihr schafft das. Sehr gut, das hat geklappt, das war okay. War gar nicht mal so... Das war gar nicht mal so schlimm. Ein Professor wurde tot in einer Schule nördlich der Luxemburg-Gärten gefunden. Vielleicht lief ein Experiment schief. Oder es war nur der perfekte Vorwand für einen Mord. Okay. Machen wir jetzt aber nicht weiter. Denn so viel Nebenmissionen will ich nicht gar nicht machen mit euch. Denn am liebsten würde ich ganz gerne... Was ist denn das? Den Aussichtspunkt da mal holen und dann mal weiter in der Geschichte. Ihr wisst ja, ich mache nicht immer alles 100%. Eine harte Nuss, wie? Weil wir wollen ja die Geschichte eigentlich erleben und deswegen gehe ich eigentlich immer relativ straight der Geschichte nach. Okay, schneller schwimmen. Ich bin aber in der verkehrten Richtung unterwegs, sehe ich gerade. Okay, da kommen wir nicht hoch. Na komm, ich will hier hoch. Verdammte Axt, wo kommen wir denn hier hoch? Stimmt hier am Efeu, oder? Nee. Aber da bin ich jetzt hoch. Halt. Genau. Wie gesagt, erstmal den Aussichtspunkt holen. Ja. Komm. Hier ist irgendwie Alarm. Hier ist auf jeden Fall richtig Stress. Na gut, dann gehen wir hoch. Wie denn? So, ich will zum Aussichtspunkt. Dann lass uns hier hochgehen. Wenn es eine Kirche ist, die haben wir aber schon. Oder? Warte mal ganz kurz, das ist ja ein bisschen... da können wir... Aussichtspunkt. Aussichtspunkt. Aber irgendwie kann ich nicht Schnellreise machen. Dann gibt es hier mehrere Kirchen. Ich glaube, es gibt sogar mehrere Kirchen. Den hier haben wir, glaube ich... Wo sehe ich denn das? Mission, sehen Sie Schwierigkeiten? Okay, selektiv, alles. Okay, wir gehen einfach trotzdem mal hoch. Ich glaube zwar, dass wir die hier schon haben, aber wir können es ja mal probieren. Na komm. Hoppa. Was? Du schaffst das. Ah, die ist ein bisschen anders aufgebaut. Na, was gerade? Ah, du sollst hochgehen, hallo. Krass, ey. Nee, haben wir noch nicht. Okay, machen wir das doch mal schnell. Sehr viele Kirchen hier. Ein
Neues Schnellreiseziel. Okay, sehr schön. Alles klar, alles was blau ist, scheint Schnellreise freigeschaltet. Aussichtspunkt. Wir gucken mal, ist das jetzt die Geschichte? Ja. Wiedergeburt. Nee, da ist es nicht. Ich guck gerade, ob wir irgendwo runterspringen können. Ach, jetzt habe ich das nochmal gedrückt. Wollte ich doch gar nicht. Sorry. So, jetzt aber. Na komm runter. Ist ja zum Glück nicht so weit. Da, 63 Meter. Können wir hier irgendwo runterjumpen? Nee, gibt's nix. Was Interessantes? Nein, also das mit den Mordfällen aufklären, ist ganz cool. Gefällt mir ganz gut. Mal eine nette Idee. Schwierigkeit. Nun, da Arno nicht mehr im Gefängnis ist, ist es an der Zeit, Belek aufzuspülen und dem alten Mann ein paar Antworten zu entlocken. Okay. Auf. Ich schätze, eine simple Adresse wäre zu einfach. Das Innere von Sainte-Chapelle untersuchen, okay. Dann machen wir das doch gleich mal. Hallo, da rein. Danke. Oh, schick. Ja, lieber Herr Gesangsverein, nicht schlecht. Da ist eine Kiste irgendwo. Was soll ich nur mit diesem Medaillon anfangen? Irgendwo wird das ein Schlüssel sein. Aber ich weiß noch nicht wo. Was ist denn hier? Sitz. Was soll dieses Licht nur erhellen? Das Ding da wahrscheinlich. Und hier ist irgendwie nichts. Okay, warte mal ganz kurz. Dinger da sind doch nicht nur so zum Spaß. Ich glaube, man muss es da vorne einsetzen. Hoppala. Das würde zumindest Sinn ergeben. Okay, da geht's nicht. Na, da bin ich auch nicht. Sonnenstrahl. Ja, und wie jetzt? Wie? Ja, hier ist ein Sonnenstrahl, das sehe ich auch. Aber wie?
Wie macht man das? Okay, hoch. Okay. Was soll dieses Licht nur erhellen? Einmal rum. Ich glaube, da vorne müssen wir ran. Na, hoch. Haben wir denn hier? Aha. Das ist doch schon wieder... Ja, hier ist es. Ich habe so das Gefühl, genial. Das ist cool. Hast ganz schön lang gebraucht, Pestpot. Was ist das für ein Ort? Das Sanktuarium. Hier üben wir und bereiten uns vor. Sicher vor den Augen unserer Feinde. Sind wir nicht erst aus einem Verlies entkommen? Es ist kein Verlies. Es ist ein Knotenpunkt. Von diesen Tunneln aus kommen wir ungesehen an jeden Ort der Stadt. Wir haben unsere Augen überall. Ach so. Viel sehen kann man hier aber nicht gerade. Hättest du nicht gern etwas mit Ausblick? Diesen Ort nutzen wir schon seit 600 Jahren, Pestpot. Aha. Und wie lange standest du im Dunkeln und hast auf mich gewartet? Nicht lange. Guillaume hat dich vom Glockenturm gesehen. Na gut, dann folgen wir ihm mal. Es war ein beachtlicher Auftritt. Machst du dich lustig? Nein, nein. Wirklich. Sehr theatralisch. Still jetzt. Wir sind da. Der Kandidat möge vortreten. Dann bin ich ja mal gespannt. Wow. Krass. Also, der Sohn von Charles Dorian kommt zu uns. Belleg dachte, du würdest nicht kommen. Was hat dich umgestimmt? Ich will nicht mehr von meinen Fehlern davonlaufen.
Monsieur de la Serre, mein Vater. Ich will es wieder gut machen. Der Tod von Großmeister de la Serre lastet also auf dir. Warum? Führtest du die Klinge denn selbst? Ist das wichtig? Man macht mich dafür verantwortlich. Ine Zunubahu, Tutkilu, Kailai, Hal Anta, Mutta Akidon, Min? Anna Kavalek, Inau Kadendrala, Muajati Emul Hakala, Seya Kuno Jaedan. Also gut. Aus dem Dunkel schreitest du in das Licht. Aus dem Licht kehrst du ins Dunkel zurück. Bist du bereit, dem Pfad des Adlers zu folgen? Wenn ihr mich so fragen wollt, ob ich eure Hilfe benötige, ja. Dann trink. Okay, trinken. Das knallt rein. Was geschieht denn? Hallo? Mortis, Aduldus, Juventus, Purilis, Natus. Krasser Scheiß. Kann ich nicht mitkommen, Vater? Kurak, was? Du wolltest. Ich komme wieder, wenn dieser Zeiger umkommt. Vater! Wo steckt ihr? Klar, ausweichen. Okay, alles klar, ausweichen. Alter Falter. Vater! Wo steckt der Himmel? Wir sollten links. Fällt mir extrem cool. Ja, jetzt. Hinterher.
Wenn du den Kopf aus dem Arsch bekommst, komm zu uns. Was? Da ist das krass, ey. Da vorne ist was rot. Hä? What? Hä? Oder muss ich den irgendwie... Ah, den Assassinen unbemerkt töten. Na super. Habe ich jetzt nicht ganz verstanden, ganz ehrlich, warum das jetzt nicht geklappt hat. Ich meine, wir waren noch gut unterwegs. Ah, jetzt hat's geklappt. Dies sind die überlieferten Worte unseres Vorfahren. Die Worte, die das Herz unseres Credos ausmachen. Halte deine Klinge fern vom Fleisch Unschuldiger. Verbirg dich in der Masse. Gefährde nicht die Bruderschaft. Lass diese Regeln deinen Geist beherrschen. Befolge sie und sie erheben dich. Breche sie und du stürzt. Steh auf, Assassine. Ah. Arnaud Dorian ist tot. Er wurde der Welt genommen und seine Sünden und Fehler wurden zu Staub. Er ist auferstanden als Novize der Assassinenbruderschaft. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Willkommen zurück. Du hast das Leben als Assassine erlebt. Willst du
dich dem Kampf stellen und uns beitreten? Deacon, Datei laden. Unterwegs. Letzten Monat haben wir eine Datei von Abstergo gestohlen und die Informationen darin sind erstaunlich. Aber wir teilen so etwas nicht mit jedem. Wenn du Start drückst, wirst du ein Assassine. Wenn du die Templerbedrohung bekämpfen willst, wenn du die Zivilisation vor Abstergo beschützen willst, drücke Start, entspann dich und bereite dich auf die Wahrheit vor. Okay. Gute Wahl. Willkommen bei den Assassinen, Novize. Federal International Investor Abstract Video. In den 50er Jahren gab es die These, dass die menschliche DNA dem Dreifach-Helix-Modell entspricht. Einige Jahre später ersetzte die Arbeit von Crick und Watson diese These durch eine Doppelhelix. Heute kennen wir die Doppelhelix als die unumstrittene Basis allen Lebens auf der Erde. Aber warum passte die Dreifach-Helix so gut ins Bild? Warum schienen Franklins Röntgenstrahlen sie zu belegen? Es zeigte sich, dass die ersten Proben geringe Spuren von Vorläufer-DNA enthielten. Den seltenen Genen einer uralten Rasse, eingebaut in unsere. Wir wissen nun, dass die Dreifachhelix die Basis des Genoms der Vorläufer ist. Sie ist der Stein von Rosette für die Genforschung. Wenn wir den Code knacken, wenn wir das komplette Vorläufergenom sequenzieren, können wir unser Wissen immens erweitern. Mit der Animus-Technologie wird sich uns erstmals die Geschichte der Vorläufer eröffnen. Wir werden alte Sprachen entdecken und uns alte Technologien nutzbar machen können. Stellen Sie sich vor, was möglich sein wird, wenn wir die Technologie der Edensplitter beherrschen. Solche Entdeckungen wären hundertfach bedeutender als die Spaltung des Atoms. Letztes Jahr entdeckten wir große Mengen Vorläufer-DNA bei einem Spender, dessen Gene menschliche und Vorläufer-DNA im Verhältnis 25:1 enthielten. Mit dieser Probe beginnt unsere Arbeit. Unser Ziel ist es, die Dreifachhelix zu knacken, das Vorläufergenom zu sequenzieren und die Welt zum Guten zu verändern. Für uns alle. Willkommen beim Phoenix-Projekt. Ziemlich abgefahren, die ganze Geschichte bisher. Also, das ist der Stand der Dinge. Letztes Jahr fand Abstergo den Körper eines sogenannten Weisen, einer sehr seltenen Art Mensch mit sehr viel alter DNA. Die Suche nach weiteren Weisen begann, in Vergangenheit und Gegenwart. Je mehr Abstergo findet, desto näher kommen sie ihrem Ziel. Wir haben ihre Suche vorerst unterbunden, aber Abstergo wird nicht aufgeben, bis sie das Vorläufergenom vollständig sequenziert haben. Also, warum Arnaud Dorion? Warum ihm durch die Französische Revolution folgen? Es zeigte sich, dass Arnaud irgendwann mit einem Weisen in Kontakt kam. Wir müssen herausfinden, wo und wann diese Treffen stattfanden. Wenn Arnaud beim Tod des Weisen anwesend war, könnte das Abstergo zu seiner Leiche führen. Natürlich wollen wir sie zuerst finden. Und da kommst du ins Spiel. Es wird nicht einfach. Um die Daten zu stabilisieren, muss genetische Erinnerung sequenziell erforscht werden. Aber wir wissen, dass du das schaffst. Und du bist nicht allein. Andere Novizen, Assassinen genau wie du, tragen dazu bei, den Kampf zu beenden. Wenn du mehr Training brauchst, mehr Erfahrung, dann ruf sie zur Hilfe. Okay. Wir laden die nächste Sequenz. Mhm. Sehr, sehr interessant bisher. Gefällt mir sehr gut, das Game. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber doch, Französische Revolution, interessant. Ah, endlich sehen wir mal amtlich aus. Je mehr Zeit du bei Anu verbringst, desto mehr Daten haben wir für deine Synchronisierung mit ihm zur Verfügung. Und? Die Revolution ist ein Spiel der Macht. Ausgetragen in den Schatten. Und ausgeführt in Blut. So jung.
und doch schon so ernst. Traut niemandem, nicht mal euren allerbesten Freunden. Du bist nicht mehr mein Schüler, Assassine. Die Reichen sind faul, während die Armen verhungern. Unser Kampf für die Freiheit hat begonnen. Soweit ist es mit Frankreich nun gekommen. Ist es nicht an dir, dein Ziel zu wählen? Wir müssen uns vereinen.